Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Muraoni. Ich habe jetzt einfach mich kurz hingesetzt und nehme jetzt, weiß was ich hoffe mal ein paar Folgen auf. Ja, weil ich eben schon keine mehr habe. Also gestern müsste die letzte ausgestrahlt worden sein, die ich noch in der ersten Aufnahmesession aufgenommen habe. Und das ist jetzt eben, ja, die letzte, die mir eben hier noch zur Verfügung bleibt. So, Headset ist zurechtgerückt. Ich gehe, ja, ich habe mich nochmal umge... Also ich muss jetzt nochmal kurz ein bisschen herspielen, weil, wie gesagt, gab keinen Speicherpunkt. Wir sind jetzt als Suki unterwegs. Und ja, dann müssen wir jetzt mal gucken... Sind irgendwie so verworren, die Schlafmatten. Ja, genau. Bucket Kuhn, okay. Eimer Kuhn, okay. Ja, weil unser Bruder ist ja hier, also Hikaru, den wir jetzt der Folge auch gespielt haben, der ist jetzt vorhin einfach rausgegangen und ja, wir sind jetzt hier als Suki unterwegs. Ja, niemand tut irgendetwas in diese Schubladen. Moms und Dads Bücher sind hier, ja. Okay, und wir haben ja auch diese Autorennotiz gefunden und da wurde ja gesagt, wir sollen uns die Dinge auch mal ein- oder zwei- oder dreimal auch mal angucken, weil dann immer neue Sachen gesagt werden. Okay, die Pflanzen werden gut gewässert. Ich denke, Hikaru gießt die Pflanzen hier. So, können wir auch ins Zimmer? Ah, sie sagt zum Beispiel, wieso, es wäre nicht gut, wenn sie da jetzt in seinem Zimmer rumschnüffelt, was ja er überhaupt nicht beachtet hat. Er ist ja einfach zu ihr rein. Okay, Haufen Sandsäcke, hallo Topfkuhn. Kuhn ist ja hier japanische Anrede. Eingetöpferte Pflanzen sind nett. Okay, gut, hier das Badezimmer. Ein Eimer gefüllt mit Wasser. Ich gucke jetzt echt mal, wahrscheinlich vergesse ich das bald. Okay, nein, Toilettenkuhn, ich muss jetzt gerade nicht gehen. Okay, sie ist also so ein bisschen so, ja, das kleine verspielte Mädchen eher anscheinend. Ja, Waschbecken. Okay, so ein Korb mit nasser Kleidung. Lustig. Okay, also sie ist ein bisschen fröhlicher als ihr Bruder. Das ist die Badewanne. Okay. Dann gucken wir uns doch mal weiter um. Sie sagt ja dann auch wahrscheinlich wieder andere Sachen. Bunch of crates. Isn't that great? Ergibt natürlich diesen Deutschen keinen Sinn, aber ja, so ein Haufen, wie übersetzt man das, hatte ich das nicht letztens schon, ja, Kisten einfach, genau, ein Haufen Kisten, ist das nicht großartig, ja, great, great, im Deutschen kannst du den Wortwitz natürlich nicht so benutzen, okay, sie ist anscheinend die Lustige, die Fröhliche, die Tür ist versperrt, also zu Mama und Papa kommen wir nicht rein. Und hier ist dieses Mal ist auch Mama nicht in der Küche. Okay. Ruß! Okay. Ach, jetzt können wir auch speichern. Sie konnte nur bei sich oben nicht speichern. Ist ja interessant. Da wollte sie nicht speichern auf ihrem Notizzettel. Ihr Bruder hat es einfach gemacht. Die Spüle ist leer. Das, ja, das Schneidebrett ist draußen. Der Ofen ist aus. Ja, Teller, Tassen und Besteck sind hier in dem ganzen Regal so schön arrangiert. Okay, Sandsäcke, nur ein Topf. Okay. Hier fällt zum Beispiel andere Sachen auf als ihrem Bruder, das finde ich echt schön. Ach, die sitzen alle beim Essen. Ich dachte schon, guten Morgen, Suki, nimm doch Platz. Okay. Mal kurz umgucken. Ja, verschiedene Essenzien. Ja, gut, setzen wir uns hin. Zum Frühstück. Die Frage ist ja immer noch, war das jetzt, was er hatte da, als was mit Hikaru erlebt haben, alles ein Traum oder... also Suki, gehst du heute wieder raus und ja, hängst ein bisschen mit Daisuke, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Ske ausspricht. Also Daisuke. Ja, das Wetter ist wirklich nett. Ein perfekter Tag, um ja, draußen, einen Tag draußen zu verbringen eben. Nun, dann bist du ja auch immer draußen. Oder, Schätzchen? Natürlich! Okay.
Okay, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wir müssen uns das aufschreiben. Warum ist das jetzt hier blau wieder? Okay, ich schreibe mal Crate. Perfect. Wenn das Wetter draußen so perfekt ist, dann ist das ja die perfekte Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Oder sollen das einfach nur ihre Wortwitze unterstreichen? Ich weiß es nicht. Die frische Luft ist immer so gut zum Einatmen. Nicht so wie die schlechte Luft, die Karo in dieser großen Stadt einatmen muss. Nun, sie hat nicht Unrecht. Außerdem möchte ich diese Draußenwelt so viel wie möglich genießen können. Bevor der Regen wieder ankommt. Und ihr wisst, wie sehr ich Regen verabscheue. Was? Regen finde ich super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin genau andersrum. Ich meine, gut, schönes Wetter ist zwar schön, aber ich habe auch nichts dagegen, auch bei Regen und rauszugehen. Und Sturm und dunkel und kalt und windig und nass. Das ist eigentlich genau mein Wetter. Ich bin nicht so der Sonnenschein und Knallsonne am strahlend blauen Himmel. Das mag ich irgendwie gar nicht. Oder so heiß brauchst du bei mir auch nicht sein. Naja, aber gut, jeder Mensch tickt anders. Wenn immer es regnet, bringt es so eine düstere Atmosphäre oder Luft mit sich. Das mag ich nicht. Ah, genau, dieses Dunkle, dieses Düstere, das mag ich. Draußen ist gerade auch sehr, ist schon später Nachmittag, aber es ist sehr, regnerisch. Hat auch schon ein paar Mal geregnet heute. Und warum erzähle ich das? Ich mag das. Herbst ist ja meine Jahreszeit, genauso wie Winter. Der Vater guckt immer so genervt. So. Nun, wie auch immer. Ich bin glücklich, dass du Daisuke hast, der die ganze Zeit quasi an deiner Seite ist. Er ist ein gutes Kind, nicht wahr, Liebling? Okay, also wir sind anscheinend auch sehr jung. Natürlich, er spricht immer in einem solch formalen Ton mit uns. Aber das muss er ja gar nicht tun. Naja, lieber höflich als... Alte! Solche Leute laufen mir jeden Tag über den Weg. Und es ist schön, wenn man von Jüngeren so angesprochen wird, sag ich mal. Naja, wir kennen ihn doch gut genug, dass wir die Formalitäten zur Seite packen könnten. Nun, so ist Daisuke eben. Hikaru ist da genauso wie ich. Hä? Is a friend. Achso, er hat eine Freundin in Tsubaki gefunden. Ja, tolle Freundin ist das. Bin ich wirklich ihre Freundin? Nein. Bin ich wirklich ihr Freund? Ja, okay. Ja, das frage ich mich auch. Da kommandiert sie nur rum. Also, ich hatte, als wir im Wald waren, da war sie wenigstens so ein bisschen vernünftig, aber sie war ja dann die ganze Zeit so zickig und so rumkommandierend und dann kam sie ja nach Hause. Sie wollte ja unbedingt, also nicht, dass unter keinen Umständen, dass wir ins Badezimmer gehen bei ihr als Hikaru und dann kam sie ja nach Hause, Mom, ich bin daheim, geht ins Badezimmer und wir haben keine Mutter davor gesehen, weißt? Ich weiß noch nicht, wer die ist, die Tsubaki. Hikaru, warum isst du denn nicht dein Frühstück? Bist du nicht hungrig, Liebling? Ich habe jetzt gerade keinen Appetit. Ist irgendwas geschehen? Macht nichts, es ist nichts. Oh Gott. Außerdem kann ich nicht mal sagen, warum ich mich so unwohl wahrscheinlich, ja, warum mir so unwohl ist. Was ist letzte Nacht geschehen? Das ist doch eine Wiederholung von gestern. Hä? Mach einfach nur nichts Voreiliges. Wir sind immer für dich da. Ich erzähl dir was. Wenn wir nächsten Sommer zur großen Stadt reisen, dann buche ich uns eine von diesen luxuriösen Stadttouren. Wir werden zum Sightseeing gehen, das Essen ausprobieren und auch Souvenire kaufen. Oh.
Ich gehe sicher, dass wir die beste Zeit verbringen werden, die eine Familie haben kann. Natürlich bedeutet das, dass du es auch bis zum nächsten Sommer durchhalten musst, quasi, also die Klasse bestehen musst. Also bleib einfach positiv bis dahin, okay? Oh, ach süß. Dad, danke dir. Oh, süß. Es ist schön, dich wieder lächeln zu sehen, Hikaru. Wir möchten dich nicht traurig sehen, Hikaru. Siehst du das Lächeln auf deinem Gesicht? Das ist, was wir sehen wollen, richtig? Also, in Ordnung? In Ordnung. Oh, süß. Die sehen so aufmunternd. Das ist goldig. Ja, das ist auch sehr wichtig, dass eine Familie untereinander... Ah, das war ja, eine gute Mahlzeit. Ist deine Mutter nicht eine großartige Köchin? Ah, meine Lieblingsköchin. Ich bin jetzt auch fertig mit meinem Frühstück. Ich werde jetzt nach draußen gehen. Danke dir oder danke für das Essen. Ach, und wir haben jetzt das schmutzige Geschirr. Achso, wir sind immer noch nicht Hikaru. Ich bin auch bald fertig, Sis. Aber du kannst jetzt schon rausgehen. Okay. Okay, ja, die verschiedenen Soßen wieder. Also das ist genau das Gleiche. Okay, er sagt auch nichts anderes mehr. Dann gehen wir doch jetzt nochmal raus. Okay, ein kleines Gespräch unter der Familie eben. Okay, können wir jetzt die Dirty Dishes dahin tun? Okay, die Spüle haben jetzt ein bisschen Geschirr da drin. Ja klar, tun wir es rein, wir sind doch jetzt... Ah, die Entscheidungsmöglichkeiten, okay. Ich muss mir das auch aufschreiben. Das muss ich mir auch aufschreiben. Ich weiß gar nicht, welcher Speicherplatz das war. Und wir sind... Place Dishes. Wir sind natürlich ein braves Mädchen und kein Rebell. Vor allem, sollen wir das jetzt die ganze Zeit mit uns rumtragen, oder? Das ist ja die andere Frage. Okay, einfach alles aufschreiben. Wir sind natürlich brav. Okay, wir haben die, das schmutzige Geschirr in die Spüle platziert. Können wir die jetzt auch abwaschen? Nun kann ich rausführen. Okay, gut. Ganz brave Kinder hätten jetzt noch abgewaschen. Okay, Memory 4. Wir speichern das dann gleich mal auf Memory 5. Ne, auf Memory 5 ist es jetzt gespeichert, genau. Auf Memory 5 speichern, haben wir jetzt die Dinger reingetan. Okay. Hab einen schönen Tag, Liebes. Okay, können wir jetzt noch zum Vater gehen? Oh, er hat sich wieder eingesperrt mit seinem Buch. Okay, dann gehen wir doch mal raus, würde ich sagen. Einfach mal nach draußen gucken. Einfach mal gucken, was es draußen so gibt. Da ist ja jetzt gleich wieder jemand zum Reden. Und es wurde ja gesagt, wir sollen reden. Könntest du mich bitte alleine lassen? Ah, tut mir leid. Sie sieht so böse aus. Ich sollte versuchen, nicht nochmal zu ihr zu sprechen. Aber genau deswegen. Ich habe dir doch gesagt, dass du mich allein lassen sollst. Dann lauf hier nicht rum! Ja, verstehst du, dass die Base, die ja, Basic Speech, also ganz normale Sprache nicht. Lass mich alleine! Zicke, ah, sorry. Weißt du was? Ich bin fertig. Ah, sorry. Das, ja, das Mädchen sieht ganz schön wütend und, ja, aggressiv aus. Okay. Ja, es hieß ja, man soll nochmal ansprechen. Wir waren jetzt aufdringlich und wollten wissen, was los ist. Die Tür ist versperrt. Das beschäftigt mich. Was denn? Dieser Mann, der letzte Nacht starb. Schon wieder? War es kein Traum? Okay. Mädel, aber ganz ehrlich, wenn du in Ruhe gelassen werden willst, dann lauf doch hier nicht mitten in Häusern, inmitten von Häusern rum. Ganz ehrlich, das ist doch dämlich ohne Ende. Gut, können wir hier rein? Oh, wir können hier rein. Ayames, Ayames, hab und gut. Ach, das ist doch die Tür nicht abgeschlossen hat. Ich sollte hier jetzt nicht mehr rumschnücken. Ich warte, dass meine Freunde endlich kommen. Sie brauchen so lang.
Okay, aber war das nicht die, die gestern einfach nicht? Warum können wir jetzt hier auf einmal rein? War das die, die die Tür nicht abschließen konnte? Hier kann man das Loch angucken. Oh, sie haben dieses Loch nach all der Zeit immer noch nicht ausgebessert. Also, ja, repariert, genau. Okay. Aino Village. Okay, sie geht jetzt gerade von alleine. Ah, da ist er ja. Ach, unser Spielfreund. Okay. Guten Morgen, Neko. In Notiz, Neko ist japanisch für Katze. In diesem Fall benutzt Suki dieses Wort einfach als Nickname, also als Spitznamen. Body Bedhead. Okay, immer noch so ein Schlafkopf wahrscheinlich. So, das Schlafmütze wie immer, wie üblich. Suki, yo! Also, hast du gut geschlafen? Warum sollte ich denn nicht? Ja, auch wahr. Plus, das hieß jetzt gerade, genau, du hast den Beweis ja auf deinem Kopf. Dieses verzauste Haar von dir, es ist ja noch verzauster als das von Hikaru. Ah, tut mir leid. Hey, das kannst du als ein Kompliment nehmen, schätze ich. Danke. Sag, ist das. Sag, wird das kleine Neko etwa rot? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Oh, süß. Und nun stotterst du. Ich habe eine Idee. Lass uns doch hinter zum Fluss gehen. Das hört sich großartig an. Dann lass uns mal hinmarschieren. Okay, Daisuke ist jetzt bei uns. Okay. Aino Village. Das muss man so vorlesen. Gut, wir haben ihn zwar bei uns, aber wir gucken uns natürlich trotzdem hier auch nochmal um, sprechen mit den Leuten. Ein anderer Mord. Letzte Nacht. Meinst du diesen Mann, der da auf der Straße verblutet ist? Ja, er war ein Freund von mir. Ich hatte einen Streit mit ihm und in der Frustration habe ich. Ja, bin ich aus meinem Haus gegangen, um was zu trinken. Und dann. Oh nein, es tut mir so leid. Die Leute fragen sich immer noch, wer ihn getötet hat. Ich möchte es ja selbst gerne wissen. Na, die Musik ist jetzt schon ein bisschen anders. Das war jetzt auch. Es tut mir so leid, Katsuro. Der Typ, der wahrscheinlich gestorben ist, okay. War das der, den wir da gestern gesehen haben, der von diesem Schattenviech angegriffen wurde? Es war ja schon der. Er sagt jetzt der zweite Mord schon. Okay, zum River ging es da unten. Ach, geh mal einfach hin sonst. Wobei, geh mal nicht hin, wir gehen mal doch. Wir gehen nach oben gucken. Wir gehen oben noch gucken. Schnell, was da noch ist. Ach, da ist der Typ, der gestern auch nach uns gefragt hat. Nee, letzte Nacht haben die Dorfbewohner einen Mann auf dem Boden in der Nähe gefunden. Er ist verblutet. Sie wussten ja. Sie wussten aber nicht, wie er so verbluten konnte eben. Da waren gar keine Stichwunden. Okay. Also. Okay, der Markt hat zu, aber okay, also er ist eben verblutet, aber die Leute wissen nicht, wieso, weil er keine Stichwunden hatte. Ich sehe immer mal wieder einen Schatten in der Nähe der Stadt oder des Dorfes. Ich fühle mich, als ob es uns alle beobachten würde. Gruselig. Okay, es sagt auch nichts anderes mehr. Gehen wir mal da rein. Das waren ja nur die Bücher hier. Das sagt sie aber auch nichts zu. Okay. Ja gut, okay. Dann haben wir jetzt noch einmal eins, wo wir hochgehen können. Und das machen wir doch mal schnell. Gucken wir uns hier um.
War das nicht da, wo Daisuke wohnt? Genau, hier wohnt der Daisuke. Ach, ich kann mal ausspeichern. Gucke mal an. Ja, dann beende ich die Folge doch gleich. Wenn ich hier gerade speichern kann, dann 20 Minuten, dann beende ich die Folge und geht dann gleich. Ja, für euch dann erst morgen, aber für mich geht es jetzt gleich noch schnell weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.